Ja, die liebe Christine, die meisten aus dem Netzwerk kennen sie schon, für die, die sie noch nicht kennen. Christine ist Erfolgscoach. Sie ist außerdem Autorin, moderne Hexe und Geisterjägerin. Und sie wird uns heute, ja, die Geheimnisse um das Erfolgreichsein, mitgeben. Und meine allererste Frage ist auch schon, was ist denn Erfolg, liebe Christine? Ja, Erfolg ist wirklich immer eine persönliche Definition jeder einzelnen Person. Und viele sehen einfach nur Erfolg auf dem Bankkonto. Als Beispiel: Bin ich im Beruf erfolgreich? Bin ich im Leben erfolgreich? Mein Konto sagt es mir. Einige brauchen Anerkennung durch die Dinge, die sie sich kaufen, um sich zu zeigen, ich bin erfolgreich. Für mich persönlich, da ich selber mal im goldenen Erfolgshamsterrad steckte, habe ich eine andere Perspektive dazu bekommen. Für mich ist Erfolg, wenn jeder Lebensbereich von mir so ist, dass ich total glücklich bin, dass ich eben morgens zufrieden aufwache und denke, wow, was für ein toller Tag erwartet mich. Wenn ich tagsüber sehr glücklich und froh sein kann und im Flow, ja, dieses Gefühl, oh, das läuft alles und ich habe Spaß, tolle Leute um mich herum habe. Und wenn ich abends ins Bett gehen kann und sage, wow, das war ein richtig toller Tag und es läuft wirklich überall. Im Bereich Gesundheit, Partnerschaft, Familie, Umfeld, Job, Spirit und natürlich auch Finanzen. Für mich hängt das alles zusammen. Es ist wie so ein Erfolgsrad, wie ein Mobile. Und wenn alle Faktoren stimmen, dann bist du ausgeglichen und es läuft. Und je mehr Freude du hast, sage ich ja immer, kommt auch immer mehr der finanzielle Wohlstand, weil Geld folgt der Freude. Genau, das habe ich bei dir auch schon gelernt. Und würdest du sagen, du bist jetzt erfolgreich? Doch, ich halte mich tatsächlich inzwischen für erfolgreich, weil genau das, was ich dir eben gesagt habe, stimmt bei mir. Ja, natürlich hat man immer mal Höhen und Tiefen und sagt, was soll das jetzt? Aber es geht darum, nach vorne zu schauen, wo will ich hin? Ja, und wenn eine Hürde kommt, eine Herausforderung, das ist auch ganz wichtig. Wenn du nämlich gar keine Hürden und gar keine Tiefs mehr hast zum Reflektieren, dann wird das Leben langweilig. Und vielleicht kennst du das auch, dass man bei manchen Personen denkt, boah, die hat ja jetzt echt Luxusprobleme, ja. Deswegen ist es ganz wichtig, auch im Leben mal so, ich muss jetzt nicht die Megadelle haben, aber so kleine Dellen zum Reflektieren, damit man auch das, was man wirklich im Leben hat, wertschätzt und dankbar dafür ist. Und dementsprechend, ja, ich bin sehr dankbar über mein Leben. Ich freue mich auch auf so viel mehr, ja. Also ich weiß, ich bin noch nicht am Ende. Ich habe noch ganz viele Ziele, Träume, Wünsche, aber allein dieses Gefühl innerlich zu wissen, das kann ich mir erfüllen und das werde ich erreichen, das ist für mich tatsächlich absoluter innerer Erfolg, der sich dann im Außen zeigt. Und auf diesem Weg dorthin, wo du jetzt quasi angekommen bist, auch wenn es weiterhin eine Entwicklung ist, was waren deine wichtigsten Erfolgsfaktoren? Ja, mein wichtigster Erfolgsfaktor ist tatsächlich das, was ich auch gerade in letzter Zeit wieder sehr beobachten darf bei Menschen. Die Frage ist immer, lebe ich in der Vergangenheit, lebe ich aus den Erfahrungen heraus und vielleicht möglicherweise auch noch aus den schlechten Erfahrungen raus, die ich so erlebt habe? Lasse ich mich dadurch prägen? Lasse ich mich negativ prägen durch ein Umfeld, durch andere Menschen? Oder sage ich, jo, das ist interessant, was ihr da alle macht, aber ich sehe mein Leben mal ganz anders. Ich möchte dahin. Ich sage immer so schön, W-Punkt, W-Punkt, W-Punkt. Was will ich wirklich? Und darauf lege ich meinen Fokus. Und wenn ein Hindernis kommt, dann wird dieses Hindernis entweder zur Seite geschoben oder aufgelöst. Das ist ja nun auch eine Spezialität von mir, deswegen ja auch moderne Geisterjägerin, Plagegeister wie Ängste, innere Blockaden, Zweifel und sonstiges eben wegzaubern und dann zu schauen, wie geht der Weg weiter. Und immer lösungsorientiert nach vorne schauen, das ist auch so mein Tagestipp. Reflektiere doch mal selber, reflektieren. Erfolgreiche Menschen reflektieren auch und sie schauen, was kann ich vielleicht morgen besser machen als heute? Nicht, um sich schlecht zu machen, sondern hey, was kann ich noch an den Stellschrauben drehen? Vielleicht kann ich ein bisschen mehr lachen, ein bisschen fröhlicher sein. Vielleicht kann ich alles ein bisschen mit mehr Humor nehmen und wenn mir was Schlechtes passiert, also Negatives, auch einfach sagen,
hey, was ist Gutes darin, was ich jetzt noch nicht verstehe? Also immer in der Frage leben, was ist Gutes darin, was ich gerade nicht verstehe? Und dann wird man sehr schnell mitbekommen, dass das, wenn irgendwas nicht passiert ist, vielleicht ein Kunde abgesprungen ist oder so, dass man vielleicht hinterher versteht, ah, das war vielleicht ganz gut, dass der gar nicht bei mir gebucht hat, weil der vielleicht problembehaftet wäre oder der hat gar keinen Spaß gemacht oder sonstiges. Und wenn man sich diese Frage stellt, wird man auch sehr schnell auf die Lösung kommen. Und es ist sehr schön eingerichtet, auch wenn man so positiv drauf ist, dass einem man nur noch positive Dinge ins Leben zieht und vermeintliche Sachen, wo man erst dachte, das ist toll, vielleicht einfach mal verschwinden, wo man denkt, ey, ups, war eben doch noch da, wollte ich doch haben, wo ist es jetzt? Eine spirituelle Lehrerin von mir hat gesagt, Christine, also wenn ich gesagt, das ist jetzt weg, hat sie gesagt, Christine, das war so eine Grand Madame, ne? Das macht Platz für was Größeres, Schöneres und Besseres, sei froh drum. Ich höre immer diese Stimme wieder. Also es waren wirklich so prägnante Sachen, ja, oder sie hat auch immer gesagt, wenn ich was will, soll ich fragen. Man kennt das ja auch, oh, ich mag nicht fragen und das ist ja unangenehm, also wenn man vielleicht irgendwas haben möchte. Und sie hat immer zu mir gesagt, nicht gefragt heißt nein. Also kannst du ruhig fragen, mehr als nein kannst du dir nicht abholen, aber es besteht die Chance, dass die Menschen zu dir sagen, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mal so einen Bammel gehabt. Ich war hier in Hamburg auf der Bühne an dem Wochenende mit Richard Branson und da ging es wirklich darum zu fragen, ob ich ihn mit ihm sprechen darf, ja, ob ich quasi eine Audienz bei ihm haben darf auch. Und ich dachte so, oh nee, ich kann da nicht einfach so fragen und so, ne? Und ich bin damals ja eingesprungen, ganz kurzfristig für einen Vortrag und bin quasi ungeübt auf die Bühne. Und dann habe ich gefragt, so ganz kleinlaut. Und dann habe ich tatsächlich gesagt, ein bisschen unangenehm ist es mir jetzt schon zu fragen, aber ich weiß, die Möglichkeit wäre da. Und da habe ich tatsächlich gesagt, naja, und nicht gefragt heißt nein. Also frage ich jetzt einfach mal. Und es ist wirklich tatsächlich so, wenn du so fragst, die sind echt so ganz nett. Ich habe noch nie irgendwas, immer nett. Auch wenn du so nett fragst, ja, dann bekommst du das. Ja, und das auch, nimm das als Tipp mit. Nicht gefragt heißt nein. Und wirklich auch sagen, hey, ein bisschen komisch ist das jetzt schon, wenn ich frage, ich möchte das so gerne haben, aber nicht gefragt heißt nein. Deswegen frage ich dich jetzt, du könntest nein sein. Also ich frage und meine Erfahrung ist tatsächlich, dann bekommt man es. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Tipp, danke. Und ich glaube, ja, diese Situation kennt jeder, dass man gern etwas möchte und wie du gerade sagst, sich vielleicht zu klein fühlt, nicht traut, aber einfach über seinen Schatten springen. Liebe Christine, wenn ich jetzt hier für alle Zuschauer frage, dann ist natürlich ganz wichtig, wie werde ich denn jetzt erfolgreich? Mit einer Grundeinstellung, dass du glaubst, dass du erfolgreich sein kannst. Ich habe einen netten Kollegen gehabt, der hat immer ein Zitat benutzt, frag mich nicht, wer es ursprünglich mal gesagt hat. Es ist also nicht meine Kreation, aber es hat mich sehr beeindruckt. Und da kann man sich auch immer wieder selber fragen, ob man das ist. Also entweder hast du die Grundeinstellung, ich bin erfolgreich und ich bin ein Sieger und ein Gewinner oder ich werde es zumindestens. Der Spruch, der da ist, es gibt keine erfolgreichen Opfer. Und auch da reflektiere, was erzählst du den anderen, was erzählst du dir? Bist du ein Opfer? Sind immer die anderen schuld? Bist du immer das Opfer widriger Umstände? Das gibt natürlich wirklich bescheuerte Umstände, aber mein Credo ist da tatsächlich, du kannst alles in deinem Leben ändern. Also auch nur mal so. Ich war ja nicht immer die Christine Hofmann als Erfolgscoach und holistische Mentorin. Das bin ich ja quasi erst so ungefähr seit 10 Jahren. Davor war ich über 20 Jahre im Gesundheitswesen. Schichtdienste, verheiratet, Mutter, bin dann eben nach sehr kurzer Zeit wieder eingestiegen mit meinen Kindern auch in Nachtdienste, weil die eben sehr klein waren, haben mein Mann und ich uns immer den Schlüssel in die Hand gegeben. Teilweise bin ich auf die Auffahrt und dann stand da schon Schlüsselübergabe, Auto, los. Dann gab es Zeiten, dann hatte ich noch nebenbei einen Job in einer Arztpraxis als Sprechstundenhilfe.
Und irgendwann war wirklich dieses Tief und Loch und ich dachte, das kann es nicht mehr sein im Leben. Es geht doch nicht nur um Malochen, Malochen, Malochen. Immer nur, ja, es war ja nicht mal von Wochenende bis Wochenende, weil wir viel Schichtdienst hatten. Es ging einfach immer nur noch, wann ist der nächste Urlaub? Und das hat sich ja komplett geändert, dieses Leben. Und dieses Leben, das habe ich, ja, da habe ich auch nicht gesagt, der oder der. Natürlich hast du viele Wers, die dich dann unterstützen, aber diese Wers kommen auch erst, wenn du für dich festlegst, ich bin der Schöpfer meines Lebens und ich ändere das. Und das hat ganz viel mit der inneren Einstellung zu tun. Und da kann man eben viel Persönlichkeitsentwicklung machen. Und man kann natürlich auch schauen, wenn es da nicht weitergeht, weil es gibt ja auch erfolgreiche Menschen, die natürlich dann an ihre Grenzen kommen. Dann kann man schauen, okay, was sind für innere Blockaden da? Lebst du deine Berufung? Lebst du deinen Lebenssinn? Das kann man ja heute alles sehr schön auch erfragen in den Urinformationen der Akasha. Und dann kann man wieder so, wenn man vom Weg abgekommen ist, ja, wieder zurückkommen auf seinen ursprünglichen Sinn. Und dann wird man merken, hey, die Arbeit macht viel mehr Spaß. Oder ich gestalte meine Freizeit so, dass ich mein Lebenssinn lebe. Und dann flutscht alles wieder viel einfacher. Und manchmal muss man eben auch, und das weißt du selber, kräftig auflösen. Ja. Okay, das heißt, ich würde einmal kurz zusammenfassen. Du sagst letztendlich, Mindset ist ganz, ganz wichtig. Also welche Einstellung habe ich dazu? Glaube ich überhaupt, dass ich erfolgreich bin oder erfolgreich werden kann? Dann die Verantwortung für sich und sein Leben, sein Tun zu übernehmen. Ja, und natürlich sich auch Hilfe nehmen. Sei es durch die Akasha oder andere Tools, um Blockaden aufzulösen oder eben Fragen zu beantworten, die einem noch fehlen, diese Antwort, diese Information auf dem Weg zum Erfolg. Ja. Also ich glaube nochmal, es gibt nicht diesen einen Zauberstab. Mindset ist schon ein Riesending. Aber wenn du dann das Mindset hast, dann hast du auch das Verständnis, was dir noch alles gut tut. Mhm. Ja, und es geht auch immer darum, Altes dann loszulassen. Und das ist auch eine Aufgabe. Und manchmal hat man auch da die innere Blockade. Ich kann doch nicht loslassen. Ja. Und aber wenn man dann merkt, hey, ich habe jetzt was losgelassen und jetzt geht das auf einmal weiter und das ist dann auch ein Lernfaktor wie Laufen lernen. Also definitiv Erfolg ist lernbar. Ja. Und bei Erfolg ist lernbar, welchen Tipp könntest du denn jetzt uns an die Hand geben, Bildschirm direkt umsetzen kann, also gleich heute schon damit anfangen kann, einen richtigen Schritt in die richtige Richtung zu tun, um erfolgreich zu sein. Also definitiv Blick nach vorne, wo willst du hin? Was willst du wirklich, ist das Einfachste, was du machen kannst. Und dann einen weiteren Tipp, ich habe es jetzt nicht griffbereit, aber ich habe ein ganz tolles Buch geschrieben. Vielleicht hast du es gerade griffbereit, sehr schön. Genau, Geheimcode Erfolgsspirale ist letztes Jahr tutti completi überarbeitet worden. Und ich muss sagen, ich habe es natürlich erstmal selber überarbeitet und ergänzt mit neuen Tools. Also es sind noch viele neue Sachen drin als in der Erstausgabe. Und ich war echt baff. Ne? Ich bin tatsächlich zu meinem Mann hin und sage, du, das war ein tolles Buch, was ich da geschrieben habe, was da alles drin ist. Und ja, das ist vielleicht auch ein ganz einfacher Schritt, dieses Buch, das kann man, jeder kann sich dieses Buch leisten. Gibt es auch als E-Book, aber ich würde es als Buch nehmen, weil man drin arbeiten kann. Und dann merkst du schon, könnte ich ändern, mache ich so nicht, aha, was passiert da? Du wirst eben auch gefragt, wie ist deine aktuelle Standortbestimmung? Das gehen wir in diesem Buch durch. Und wo willst du hin? Und wie erreichst du das? Und das ist wirklich eins der wenigen einfachen Sachen, die man auch tun kann. Und ich glaube auch, wir machen das ganze Interview ja hier auch für das Unternehmersein-Netzwerk. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ich vielleicht aus diesem Buch auch immer mal wieder einen Beitrag mitbringe. Sehr gut. Also dieses Buch hier, ich habe es jetzt gerade von dir geschenkt bekommen, weil ich ja die Ausbildung bei dir mache. Ich habe es noch vor mir und ich glaube, sie muss es machen, sonst kriegt sie ihren Abschluss nicht. Bitte? Ich habe gesagt, du musst es ja auch machen, sonst kriegst du deinen Abschluss. Ja, ich würde es vielleicht sogar freiwillig lesen, weißt du? Gut. Also die wichtigsten Erfolg-Tools hast du quasi in diesem Buch zusammengefasst. Und würdest du sagen, auf dieses Buch, ist es für bestimmte Leute geeignet oder kann es jeder lesen, ganz egal, wo er gerade auch steht?
Also ich würde sagen, es ist ein Buch. Ich habe zwei Bücher. Ich habe noch ein Buch. Ein Moment bitte. Das war der Vorgänger. Da geht es eigentlich darum, wenn man jetzt... Auch ein Zufall. Genau, ein Moment bitte. Das schlägt man einfach irgendwo auf. Und da wird genau das, da geht es um Tagesimpulse, um Tipps, um kleine Geschichten. Also das erste Buch ist tatsächlich so für Anfänger, sage ich jetzt mal, die noch ganz neu sind, zu sagen, aha, Persönlichkeitsentwicklung, was ist das? Mindset, was ist das? Da kann man da wirklich gut mit anfangen. Es ist auch ein Taschenbuch in dem Sinne, du hast es in der Tasche, du kannst es jeden Tag irgendwo aufschlagen. Es ist nicht anstrengend oder sonstiges. Das zweite Buch richtet sich eher an Menschen, die sagen, okay, ich habe verstanden, Mindset ist wichtig. Ich habe verstanden, ich kann etwas für mich verändern. Ich habe verstanden, das gibt einfache Tools, mit denen ich das alleine machen kann und die einfach offen sind. Und die finden da wirklich sehr, sehr viele Tools und Anwendungsbeispiele, die meiner Ansicht nach auch gut erklärt sind. Und wenn man, sage ich jetzt mal, dieses Buch wirklich für sich durcharbeitet, kann man gar nicht anders, als einen riesengroßen Schritt nach vorne zu gehen und zu sagen, hey, okay, das Leben ist ja doch einfacher, als ich dachte. Okay. Jetzt nochmal nur kurz zum Verständnis, das ist Buch Nummer 1. Ja. Buch Nummer 2, ja? Ja, genau. Alles klar. Ja, vielen Dank. Und jetzt haben wir ja schon ein bisschen was über deine Bücher gehört, also über deine Arbeit als Autorin. Und du hast, wir haben es ja auch schon besprochen oder erwähnt gerade, du bist auch Erfolgscoach. Das haben wir auch schon von der Akasha gehört. Es gibt auch noch andere Tools. Vielleicht kannst du da uns mal einen Überblick geben, wie du überhaupt arbeitest. Ja, genau deswegen gibt es bei mir so kleine Workshops, weil es ist sehr, sehr kompakt, was ich mache. Also es ist definitiv so, dass ich sage, ich habe einen Werkzeugkasten von über 25 Methoden. Diese 25 Methoden enthalten jeweils auch wieder 5 bis 6 Tools. Ich habe über die letzten 10 Jahre quasi die Essenzen aus diesen Methoden herausgenommen, wo ich gesagt habe, ja, das hat erstmal mir geholfen. Ich weiß durch mein Arbeiten in der Praxis, dass das auch anderen Menschen sehr geholfen hat. Und um es runterzubrechen, ich arbeite zum Auflösen von inneren Blockaden nicht nur auf einer Ebene. Also angefangen, okay, wir haben Nackenverspannung, wir haben Aua in den Knochen, das ist der physische Bereich. In den Zellen selber gibt es Zellerinnerungen, wissenschaftlich auch nachgewiesen, dass eben da eben vererbte Erinnerungen drin sind. Ein schönes Beispiel ist eben auch 4. Generation der Kriegsnachfahren, also von den Menschen, die damals im Krieg waren. Und man findet heute noch Traumata eben in der 4. Generation, die im Krieg gewesen sind, wo man sagt, hey, die haben doch dann noch gar nicht gelebt. Also das ist inzwischen sehr schön nachgewiesen. Dann gibt es eben den feinstofflichen Bereich, dann haben wir eine Aura, dann haben wir eben Informationen in der Akasha, das ist außerhalb der Erde. Wir können im morphischen Feld lesen. Wir haben ein limbisches System, das ist hier hinten das emotionale Gehirn. Das sagt einfach nur Gefahr oder Nicht-Gefahr. Das hat immer sehr viel mit Emotionen zu tun. Das kann man auch beheben. Dann gibt es eben aber auch sehr viel hier oben Kopf. Man kann innere Landschaften verändern, Bilder zu bestimmten negativen Emotionen, zu Glaubenssätzen. Du weißt es selber, wir haben in der Ausbildung Ängste vor dem Fahren auf einer Autobahn zum Beispiel in einen absoluten Normalbereich gebracht, in einer ganz schnellen Variante. Hypnotrance, Quantenphysik, Quantenfeld, Matrixarbeit, also es ist ein Wow-Effekt. Und wie gesagt, ich bin dafür, wenn ein Mensch zu mir kommt und er hat ein bestimmtes Thema, dann merke ich schon, aha, okay, es ist jetzt auf dieser Ebene, auf der Ebene, auf der Ebene, auf der Ebene. Und es geht relativ schnell dadurch, dass ich die Urinformationen, die speziellen Urinformationen dieser Person abfrage und frage, okay, was ist die Ursache für dieses Thema? Und wie kann man das jetzt am besten beheben? Und das macht so einen wow, wahnsinnigen, rasanten Effekt, dass man tatsächlich sagen könnte, wo man bei mir vielleicht eine Session ist sozusagen oder eben einen Monat ist, man bei anderen vielleicht 6, 8, 9 oder länger. Wir haben ja auch besprochen, das, was man in der Ausbildung bei mir lernt, in diesen 6 Modulen, gleich 6 Monate,
Es war so schön, dass du hinterfragen, aha, was glaubst du, hättest du in der weiten Welt, wenn du diese ganzen Seminare gemacht hättest, wie lange hättest du gebraucht dafür? Und die Antwort war zwischen 8 und 10 Jahre. Und das fand ich sehr beeindruckend. Das war nicht von mir vorgegeben, sondern das so, ja, ich glaube, also mindestens so lange. Also das hat mich auch richtig gefreut, muss ich sagen, weil wir haben sehr intensiv gearbeitet, toll gearbeitet. Und ich weiß, jeder von den Teilnehmern, das wird so ein rasanter Fortschritt. Das ist richtig, richtig. Also da ist so dieser Ausdruck Quantensprung in dem Sinne. Eigentlich ist ja ein Quant ganz klein, aber es versetzt Dimensionen. Ja, also für die Leute, die das vielleicht zum ersten Mal anhören, ist das erstmal sehr, sehr viel. Aber genau das ist es aus. Ich kann es ja bestätigen. Ich habe 6 Monate ein Wochenende mit dir verbringen dürfen und du hast mir all deinen Schatz, deine Schatzkiste offenbart und sie mir beigebracht. Und ja, für mich war es auch eine riesengroße Veränderung in dem halben Jahr. Gestern habe ich jemanden wieder getroffen nach 6 Monaten und ich sagte, Tina, du bist irgendwie so in dich ruhend und so hoch. Und irgendwie hat sich verändert. Ich sage, ja, ich war da wo. Ja, also an der Stelle nochmal mein kurzer persönlicher Impuls dazu. Und Danke. du hast es ja gerade schon gesagt, Blockaden, die bösen Blockaden, die uns das Leben manchmal schwer machen. Was sind denn Blockaden? Und ja, wie lösen wir sie oder wie löst du sie am besten? Das ist immer sehr individuell. Ich glaube, diese Frage, was ist eine Blockade, das ist schon ganz gut. Also kleine Geschichte, es kam mal ein Kunde zu mir und sagte, du, da hinten ist meine Schwester, die ist voller Blockaden, du musst unbedingt ihr helfen. Und ich bin dann zu dieser Schwester hin und dachte, okay. Und es war schon so, ich war mir gar nicht sicher, wer hat das Thema, der Bruder oder die Schwester. Und dann sagte sie auch, du, mein Bruder hat gesagt, ich habe Blockaden. Was ist denn das? Ja. Sie hatte eigentlich überhaupt kein Thema für sich in ihrem Leben. Sie sagte, ich, hast du irgendwelche Probleme? Nö, ich komme eigentlich ganz gut klar. Also es ist auch, wer keine Probleme hat, der sollte da jetzt auch nicht wie wild rumgraben. Ne? Also es ist eher dieses, man hat Ziele und man kommt nicht hin. Man baut eine Firma auf und man merkt nach dem 5. Mal, wo man eine Firma aufbaut, es kracht immer wieder zusammen. Wiederkehrende Muster zum Beispiel. Man fragt sich, warum ziehe ich immer den verkehrten Partner an? Warum ziehe ich dann immer Männer an, die erst ganz nett scheinen und dann entwickeln sie sich zu Arschlöchern? Oder auch andersrum, ja. Also ich kenne es auch eben, dass Männer bestimmten Typus von Frauen anziehen. Und sehr interessant, was da wirklich die Ursachen sein können. Und auch da kann ich sagen, es sind immer verschiedene Ursachen. Und es geht nicht darum, andere zu verändern, sondern diese Resonanzen, die wir haben. Also wir haben einen bestimmten Schwingungsbereich im Körper, auch alles wissenschaftlich nachgewiesen inzwischen. Und auf diesen unterschiedlichen Frequenzen, das ist so wie früher ein Radiosender, wir sind auf eine bestimmte Frequenz eingestellt und alles, was da draußen rumgeht, genau das ziehen wir in unser Leben. Und wenn wir selber ganz blöd drauf sind, traurig, depressiv und und wir gehen raus. Wen treffen wir? Genau so eine Leute, die so ticken. Wenn ich rausgehe, ich bin meistens sehr gut gelaunt. Was erlebe ich? Ne, du weißt es selber, wir lachen unheimlich viel. Du triffst auf einmal Menschen auch, die viel und gerne lachen, ja, und die nach vorne kommen und positiv sind. Es ist wie so ein Magnet. Du ziehst das an, was du ausstrahlst. Und manchmal merkt man auch gar nicht, was man ausstrahlt. Dann liegt das vielleicht, manche haben eine blöde Kindheit gehabt oder sind wirklich innerhalb der ersten 6 Jahre sehr geprägt gewesen. Manchmal fängt es im Mutterleib an oder auch eben schon davor. Es ist dieses, wo du da sitzt und fragst, was ist eigentlich mit mir los, dass mir das passiert? Ich habe sehr erfolgreiche Menschen auch bei mir, die sagen, eigentlich bin ich erfolgreich, aber ich bin nicht glücklich. Das, was ich mache, macht mich nicht glücklich. Und wir hatten ganz am Anfang gesagt, was ist eigentlich Erfolg, wenn ich in allen Lebensbereichen glücklich bin? Menschen, die Erfolg hinterhergejagt sind, weil sie meinten, Geld ist Erfolg. Und dann stellen sie fest, das ist es gar nicht. Aber sie haben sich in diesem Prozess verloren. Ja, sie wissen eigentlich gar nicht mehr, was macht mich wirklich froh.
Und all das können innere Blockaden sein. Dann aber auch ganz banal Existenzängste, Ängste, Entscheidungen zu treffen, ewige Zweifel, Glaubenssätze, ich bin nicht gut genug, ich habe keinen Selbstwert. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht, weil mir immer gesagt wurde, dass. Also es ist ja auch, wir sind sehr, sehr geprägt vom Umfeld. Und dann dahin zu kommen, dass man nur noch bei sich ist. So wie du sagtest, man ruht irgendwann in sich, man hört bestimmte Dinge und sagt, oh, interessant, aber ich will das und das. Ja, und dann ist man vom Problem ganz schnell weg und man ist wirklich nur noch dahin, wo man hin will. Und ich hätte mir vor 10, 15 Jahren nicht träumen können, was ich heute für ein Leben führe. Ja, ich bin, du weißt es selber, weltweit unterwegs, reisen, wir haben Spaß. Und wenn mir einer sagt, ja, aber ich habe Kinder, ja, ich habe 4. Ja, und trotzdem geht es irgendwie alles. Wir haben uns das Leben so kreiert. Mein Mann ist mein Background-Manager, der ist viel zu Hause, der macht viel für uns. Aber wir reisen inzwischen, haben wir auch den Weg gefunden, wie wir trotzdem zusammenreisen können. Ja, oder wie wir mit einer 7-köpfigen Familie dann eben alle zusammenreisen können. Das wird lustig, zum Flughafen zu fahren. Ich muss noch ein Großraumtaxi bestellen, fällt mir ein. So, und also all diese Sachen, wo man früher gesagt hat, das geht nicht. Das geht nicht. Ja, aber, ja, aber, ja, aber. Das gibt's bei mir nicht mehr. Ah, okay, wie kriegen wir es so gelöst? Oh, was ist jetzt noch alles möglich? Oh, ich brauche mal einen Impuls. Universum, hilf mir mal, ja? Und wirklich so den Fokus auf das Ziel, Vision Boards, all sowas, das habe ich alles für mich genutzt. Und ich weiß eben, dass es funktioniert. Es funktioniert. Ich bin vielleicht auch ein kleiner Streber, aber ich mache trotzdem ganz viele verschiedene. Ich mache viele verschiedene Sachen und wo andere sagen, ja, du musst Fokus halten, da sage ich auch, wie langweilig, ja, das füllt mich nicht aus. Also du siehst auch, es gibt bestimmte Tools, wo man sagt, ja, Fokus halten kann ich. Eine Minute da, eine Minute da, eine Minute da und 10 Minuten da. In der Zeit bin ich voll fokussiert. Ja, ganz so schlimm ist es nicht, aber es gibt kein richtig, es gibt kein falsch. Jeder Mensch ist individuell. Ja. Richtig individuell und man darf nicht anfangen zu sagen, das gilt jetzt für alle. Das ist halt nicht so, ja. Es gibt diese Leute, Zahlen, Daten, Fakten, wo ich dann so, lass uns mal was Spaßiges machen, ne? Habe ich schon die tollsten Geschichten mit Leuten erlebt, wo wir dann irgendwelchen Blödsinn, ich wollte ja immer auf in Berlin Wannsee, Spiele ohne Grenzen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst und ich habe das besprochen mit jemandem, der sehr Zahlen, Daten, Faktenmäßig ist, marketingmäßig unterwegs und sagt, da Spiele ohne Grenzen auf dem Wannsee. Ich denke, ja, das macht Spaß, lass uns das machen. Und ich so, wer soll das bezahlen? Sag ich, ist mir egal, aber ich will. Ich habe nur gesagt, Zahlen, Daten, Fakten ist deine Abteilung. Ich bin nur für den Spaß zuständig. Und ich weiß, auch wenn es vielleicht nicht dieses Jahr ist, also ich weiß, innerhalb der nächsten 10 Jahre machen wir irgendwie Spiele unter Grenzen. Also für die, die das nicht kennen, ich glaube, heute hat das einen anderen Namen in Japan. Also früher, da gab es so Spiele mit Mannschaften und dann haben die riesen Kostüme angehabt und mussten dann irgendwie über das Wasser und das war eigentlich total lustig. Es war so, das hat früher jeder im Fernsehen geguckt, gibt's glaube ich nicht mehr. So was Ähnliches gibt's in Japan, das ist aber brutaler. Und ich meine, Wannsee wäre schon toll. Und wenn man mit einer Luftmatratze, ich habe dann auch gesagt, lass uns erstmal mit einer Luftmatratze so mit gegenseitig runterschubsen und so, wer am Ziel ankommt. Also bin ich halt drauf. Das ja mal als sein Event festhalten. Vielleicht ist das eine Option. Ne? Das war der ursprüngliche Gedanke. Aber guck mal, Frauen, die sind da echt sofort dabei. Spaß, ne? Und die Männer gleich, hey, wie sollen wir das denn organisieren? Das ist mir egal. Mach einfach. Sehr schön, Christine. Gut, dann habe ich alle meine Fragen beantwortet bekommen. Und du musst irgendetwas sagen, sonst hast du jetzt den Raum dazu. Ansonsten. Ach ja, ich habe den Raum, ich habe den Space. Ich würde einfach sagen, lasst uns das doch so handhaben für die Person, die dieses Video irgendwo einspeist und dann ist da zu sehen ist, dass es einfach einen Raum da unter, daneben oder da drüber gibt, wo die Leute einfach ihre Fragen stellen können und ich antworte ganz brav darauf. Wunderbar. Tolles Angebot, wie ich finde. Wir hören ja auch nur regelmäßig jetzt was von dir hier in der Gruppe. Ich freue mich sehr drauf. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, dass du alle meine Fragen beantwortet hast. Ja, und ich freue mich aufs nächste Mal. Dankeschön, herzlichen Dank. Tschüss. Ciao.
Ciao.